Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview vom Hochsensibilitätskongress. Nein, Spaß. Es ist ja schon vorbei. Wir wollen uns mal zurückmelden. Ihr habt ja jetzt schon ganze 2 Wochen oder wie lange ist es jetzt her? 2 Wochen, ja. Zwei Wochen nichts von uns gehört. Wir hatten eine intensive Phase, Umzug und tausende Mails beantworten, wo wir immer noch nicht fertig sind. Und ja, wir sitzen jetzt hier gerade bei der Christina Wiesner Sonnenbaum, bei der wir gerade wohnen, und möchten einerseits einen Rückblick machen vom Kongress und auch einen Vorausblick, oder? Ja, genau, wie es weitergeht mit Kongress und mit uns und so. Genau. Du bist dran. Also zum Kongress. Ja, müssen wir schon sagen, dass das war unglaublich, die Rückmeldungen, unglaublich die Resonanz, die Liebe, die zu uns gekommen ist, die Dankbarkeit, die was da ausgelöst hat. Und so viele Menschen haben nie davon geträumt, dass es so vorkommen würde. Und das hat uns also so tief berührt, so verändert, so beflügelt gleichzeitig. Das war schon echt ein unglaubliches Phänomen, was da entstanden ist. Und wir haben echt nicht damit gerechnet, oder? Ja, genau. Also es war wirklich für uns etwas Ausnahmezustand. Und die Energie, die da entstanden ist, während der Woche, die war für uns auch so stark spürbar, und einige Experten haben das auch gesagt, wie es sich für sie auch so angefühlt hat. Und das war eben für uns, also damals vor 1,5, 2 Wochen, haben wir ja schon mal so einen Rückblick gemacht und mal überlegt, was fühlt sich für uns eigentlich stimmig an? Also was wollen wir weitermachen und was ist im Einklang, welche Form ist auch im Einklang mit uns, dass wir sagen, hey, das ist für uns eine passende Form auch zum Weitermachen. Und da haben wir halt in diesem Rückblick auch gedacht, oder ja, so empfunden, dass eigentlich das Tolle an einem Kongress ist wirklich, dass sich die Energie, die Aufmerksamkeit von Tausenden von Leuten so sammelt, dass alle zur gleichen Zeit, je nachdem ein Interview schauen oder sich auf ein Thema fokussieren oder sich mit einem Thema auseinandersetzen, dass das eben das Spezielle an einem Kongress ist, weil wir auch eben überlegt haben, inwieweit bräuchte es überhaupt diese Form von einem Kongress? Könnte das nicht auch einfach irgendein Video einfach freischalten, Interview, und das ist dann unendlich lange sichtbar auf YouTube oder so? Und wir fanden eben, dass das Tolle halt am Kongress wirklich ist, dass auch in einem bestimmten Rahmen, dass dadurch ein Video freigeschaltet ist, und wenn sich in der Zeit alle 13.000 Leute versammeln und sowas anschauen, dass das halt schon ganz schön ein Kraftfeld auch irgendwie am Entstehen ist, wo genau, man das ist das bekannte Phänomen, diese Weltmeditationen oder wie auch immer, wo es gleichzeitig mehrere Menschen sich an der gleichen Zeitpunkt an etwas sich zu konzentrieren, das ist schon wissenschaftlich auch bewiesen, dass wenn mehrere Leute in einen Raum, Workshop oder wie auch immer zusammenkommen, das baut ein Kraftfeld auf. Und das hat so eine viel mehr Kraft, als wenn einzelne Menschen nur zu Hause sitzen, vielleicht mit dir. Natürlich hat das eine Wirkung, aber ich habe es vor dem Kongress so angefangen zu spüren, mir hat echt richtig viel Angst gemacht. Das Kraftfeld, wie das sich angefangen hat, sich aufzubauen. Und das war so stark, dass in dieser Woche hat sie wie konzentrierte Gesundheit, okay, konzentrierte Energie, die sich da aufgebaut hat, und habe auch die Rückmeldungen von so vielen Leuten, die haben gesagt, hey, die Liebeswelle, die Welle, die das ausgelöst hat, ist unglaublich. Und das liegt schon daran, dass wir einfach wir uns konzentriert haben und alle zusammengekommen sind und fast wie wenn man als Familie in der Stube sitzt und ein Thema bespricht, haben einfach wir alle zusammengetan und das in der Tiefe angeschaut, und das hat eine unglaubliche Wirkung gehabt, und das
finde ich schon, lohnt sich auf jeden Fall. Genau, also von daher, es gibt auf jeden Fall die Info, wir werden auf jeden Fall wieder einen Kongress machen. Wann genau ist alles noch nicht klar, aber das wird auf jeden Fall kommen. Und bis dahin, also schon während der Kongresswoche, aber auch danach, sind uns so viele Ideen gekommen, Inspirationen, erstmal zu welchem Thema wir welche interviewen wollen, also welche Themen, was wollte ich jetzt sagen? Also, uns sind auf jeden Fall viele Ideen gekommen, welche Themen wir behandeln wollen und welche Personen. Und in welcher Rahmen auch. Also in welche Form. Wollen. Und ja, genau. Aber wir werden auf jeden Fall hier jetzt auf dem YouTube-Kanal in nächster Zeit oder überhaupt ab jetzt immer wieder Videos mit euch teilen. Entweder aktuelle Gedanken, Ideen von uns oder auch Interviews. Zum Beispiel wird jetzt bald auch noch eins mit der Christina Sonnenbaum kommen, weil wir gerade auch bei ihr sind. Das nutzen wir dann aus. Und ja, also da stehen auf jeden Fall einige spannende Themen im Raum. Und ja, wir sind selber gespannt, was so am Entstehen ist. Unser erster YouTube-Kanal. Und ja, das ist eigentlich das, was wir euch mal mitteilen wollten. Erstmal ein Rückblick, erstmal noch wirklich ein riesengroßes Dankeschön für den Kongress. Also ohne euch, ohne eure Präsenz, ohne eure Rückmeldung, hätten wir vielleicht gar nicht so diesen Mut gefasst, da auch weiterzumachen oder das Gefühl gehabt, ah ja doch, das lohnt sich, da dran zu bleiben. Es war einfach echt phänomenal und hat uns richtig unterstützt. Genau. Uns als Anfänger. Und hat uns echt so gut getan, dass wenn die Technik nicht funktioniert hat oder etwas nicht geklappt hat, ihr wart total liebevoll, geduldig, hey, das geht nicht, funktioniert nicht, aber erstmal ein Dankeschön und so. Also das war immer so, so liebevoll kommuniziert und auch die Kritik war einfach offen, klar kommuniziert und so viele neue Ideen, Impulse, Kooperationsanfragen, die zu uns gekommen sind, die kommen immer noch. Also ja, ihr habt uns sozusagen die beflügelt, um weiter spannende Projekte auf die Beine zu stellen. Wir werden euch einfach informieren, sobald es klar wird, also... Weil wir jetzt kommen erst jetzt aus dem Umzug, so Hektik, erst vorgestern so fertig mit Umzug und jetzt kommen wir langsam in das, okay, wie es weitergeht und deshalb wollten wir uns so bei euch melden. Auf eine Art sind wir eben jetzt, ab jetzt so wie als Nomaden unterwegs, zumindest für eine gewisse Zeit und werden jetzt auch für ein weiteres Projekt auch noch auf Reisen gehen und genau. Im Rahmen von dem, was uns möglich ist, kommen auf jeden Fall jetzt regelmäßig Sachen, Infos, Videos und so weiter. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Auch gerne, wenn ihr Lust habt, schreibt unten mal drunter, auch welche Themen euch interessieren, was ihr das Gefühl habt, was gerade für euch in der Luft liegt und wo ihr gerne mehr Infos dazu hättet, weil solche Fragen und Wünsche, die nehmen wir auf jeden Fall gerne mit in Interviews oder in unsere eigenen Inspirationen mit rein. Genau. Ich denke, das war's fürs Erste, als erste Ankündigung und wir sehen uns gleich nachher bei einem anderen Video wieder. Okay, also bis bald. Bis bald. Zusammen. Tschüss.